Hallo und willkommen. In diesem Video schauen wir uns mal wieder eine schöne Ungleichung an. Wir hatten ja zuletzt die Hölder-Ungleichung und die Minkowski-Ungleichung gesehen. Und heute mal wieder ein bisschen Light Entertainment, also etwas Leichtes. Die Bernoulli'sche Ungleichung, die zeigen wir einfach durch vollständige Induktion. Aber erstmal, wie lautet die Ungleichung? Ich habe die hier schon mal hingeschrieben und auch die Voraussetzung. Also die Voraussetzung ist, wir haben natürlich Zahlen n größer 1 und x größer 0. Also x muss keine natürliche Zahl sein, sondern x muss größer 0 sein. Aber n ist eine natürliche Zahl größer 1. Und dann gilt Folgendes, dass 1 plus x hoch n größer ist als 1 plus nx. Zum Beweis machen wir eine vollständige Induktion. Unser Induktionsanfang, das schreibe ich jetzt einfach nur mal Anfang, ist natürlich der Fall n gleich 2, denn n, also 2 ist ja die erste natürliche Zahl, die größer als 1 ist, also n gleich 2. Und was haben wir dann hier stehen? Dann haben wir hier stehen, 1 plus x Quadrat soll größer sein als 1 plus n, plus 2x. Okay, gucken wir mal hin, stimmt das? Ja, das stimmt offensichtlich, denn wenn wir das jetzt hier mit der binomischen Formel bearbeiten, 1 plus x Quadrat, dann haben wir ja hier stehen 1 plus 2x plus x Quadrat. Soll größer sein als 1 plus 2x. Ja, 1 plus 2x auf der linken Seite ist genauso groß wie 1 plus 2x auf der rechten Seite. Und auf der linken Seite zählen wir aber noch die positive Zahl x² dazu. Also ist die linke Seite auf jeden Fall größer als die rechte Seite. Machen wir Häkchen hin, das ist also richtig. Den Induktionsanfang haben wir gezeigt. Und jetzt müssen wir zeigen, dass wenn die Ungleichung für eine bestimmte natürliche Zahl gilt, nennen wir die mal n0, dann soll auch folgen, dass die Ungleichung für n0 plus 1 gilt. Also für die nächste natürliche Zahl. Ja, um das zu beweisen, schreiben wir uns die Bernoulli-Ungleichung, die jetzt vorausgesetztermaßen für n0 gilt, mal hin. Das ist also 1 plus x hoch n0 ist größer als 1 plus n0 x. Und jetzt multiplizieren wir das auf beiden Seiten mit 1 plus x. Dann bekommen wir hier auf der linken Seite natürlich 1 plus x n0 plus 1 und auf der rechten Seite bekommen wir n 1 plus n0x mal 1 plus x und wenn wir das ausmultiplizieren, bekommen wir 1 plus n0 plus 1, also da habe ich gleich zusammengefasst die x plus n0 x Quadrat. Und nun können wir n0 x Quadrat vergessen, denn überlegen uns mal Folgendes. Dieses n0x² ist ja positiv, trägt also hier zu dieser Größe der rechten Seite bei. Wenn wir das wegstreichen, wird die rechte Seite höchstens kleiner. Wenn also hier die linke Seite größer als die rechte Seite ist und wir die rechte Seite kleiner machen, dann
bleibt diese Größenbeziehung auf jeden Fall erhalten. Dann ist also die linke Seite weiterhin größer als die rechte Seite. Sogar noch in stärkerem Sinne größer als die rechte Seite. Also streichen wir n0x² weg. Und jetzt haben wir hier genau wieder die Bernoulli-Ungleichung. Ich schreibe sie nochmal sauber hin. Wir haben also jetzt gezeigt, 1 plus x hoch n0 plus 1 ist größer als 1 plus n0 plus 1x. Und das ist ja eben gerade die Bernoulli-Ungleichung für den Fall n0 plus 1. Und damit sind wir fertig mit dem Beweis. Ja, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, klickt bitte auf Daumen nach oben. Und wenn ihr noch mehr Mathe sehen wollt, dann abonniert doch einfach den Kanal. Es kommen ständig neue Videos heraus. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ach so, ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Und ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.